Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zum Vorex am Morgen, Ihrem persönlichen Markt. aus und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler. Heute ist Donnerstag, der 28.05.2015. Es ist 9.09 Uhr, ganz genau. Wir haben heute wichtige Wirtschaftszahlen um 10.30 Uhr. Wir haben das Bruttoinlandsprodukt für das erste Quartal aus England, Unternehmensinvestitionen und der Dienstleistungsindex. 10.30 Uhr, also im britischen Fund, relevant. Dann haben wir um 11 Uhr ganz diesen typischen Fünferblock. Den kann man sich merken: Wirtschaftsstimmung, Konjunkturklima, Verbrauchervertrauen, Industrievertrauen und Dienstleistervertrauen. Aus der EWU wird für den Dax vorrangig für den Euro interessant sein. Dann 14:30 Uhr kanadische Zahlen, wichtig: Rohstoffpreise, Erzeugerpreise, Unternehmensgewinne und das Leistungsbilanzsaldo. Und um 16 Uhr dann die schwebenden Hausverkäufe aus den USA. Also wir haben da durchaus noch hier einiges vor uns. Wie sieht die Lage im US-Dollar aus? Da nehme ich ganz gerne den US-Dollar Schweizer Franken für. Da sieht man das in der Regel ganz gut. Wir hatten hier einen Trendwechsel, konnten uns dann hier sehr gut nach oben arbeiten und spätestens im Bereich von 0,9550 begann der US-Dollar Schweizer Franken zu konsolidieren. Das war nämlich hier auch die Tages SMA 200. Das war auch der Grund, warum wir zum Beispiel im britisch Fund US-Dollar gesagt haben, die Long-Position hier unten wäre durchaus gar nicht so verkehrt am Vortagestief. An der wichtigen gleitenden Durchschnittstrendlinie unter anderem. Ja, also das war hier an der Wochen-EMA 20, wie Sie auch hier eingeblendet sehen können. Also das war der Hintergrund an der ganzen Geschichte. Man guckt sich eben an, wo der US-Dollar, Schweizer Franken besondere Widerstände hat. Beziehungsweise britisch Fund US-Dollar besondere Unterstützungen und kombiniert das Ganze halt miteinander zusammen. Und das war so ein Kombinationspunkt. Wir kommen aber jetzt wieder an so einen Kombinationspunkt, um mal dieses Wort auch zu, äh, zu benutzen. Denn der US-Dollar, Schweizer Franken ist hier durch zahlreiche gleitende Durchschnitte äh, hindurch geschossen und testet jetzt die letzten Unterstützungen von oben. Das bedeutet aus der jetzigen Perspektive, müssten die US-Dollar-Paare, also Euro-US-Dollar, minimum stagnieren, wenn nicht sogar vielleicht ein Stück zurückziehen. Und da gucken wir uns mal den Euro-US-Dollar dann mal an und da sieht man durchaus, dass er hier am letzten Tief oder am Zwischentief zurückzieht. Und da momentan so ein bisschen das Momentum fehlt. Wie geht es also weiter? Und das wollen wir uns anschauen. Nun, der US-Dollar-Schweizer-Franken ist prinzipiell erstmal gut unterstützt. Das heißt, wenn er hier reinsticht, könnte er drehen. Und spätestens hier unten an der Trendlinie wäre ein möglicher Long im US-Dollar Schweizer Franken, der gleichzeitig der Short im Euro US-Dollar ist. Nur wenn der US-Dollar Schweizer Franken hier runterbricht, wenn es unter die 0,9390 geht, hier runter, dann ist erst der Euro US-Dollar kurzfristig long, genauso wie britisch fund US-Dollar. Aber solange der US-Dollar-Schweizer-Franken eben im bullischen Modus hier, im aufwärts, intakten, aufwärtsgerichteten Trend läuft, kann man damit rechnen, dass spätestens hier bei 0,9430 der Euro drehen sollte. Und das ist dann ungefähr auch hier oben die andere abfallende Trendlinie. Spätestens dann hier. Ja, das wäre so der, der, ähm, der erste nennenswerte Shortpunkt 1,099. Knapp 1,10er Marke. Zweite Möglichkeit wäre dann die 1,10,45. Tages-EMA 20, Tages-EMA 50, wenn überhaupt. Aber das heißt, so ein bisschen Platz nach oben hat er noch. Aber dann bei 1,10 könnte es kritischer werden. Britisch-Fund-US-Dollar, der, der kleine Long hier unten, war ja gar nicht so verkehrt. Aber das war eben auch nur ein Abpraller am Vortagestief, an der Wochen-EMA 20. Mehr war das jetzt auch nicht. Mehr war das auch nicht. US-Dollar-Japanisch-Yen ähm, hat noch Platz. Die Frage ist, ähm, auf welchem Zeithorizont man traden will. Also für sehr kurzfristige Trader heute würde sich eventuell noch mal die äh, 123,30 anbieten. Pullback aufs gestrige Niveau, auf das gestrige äh, konsolidierende Niveau. Das wäre hier dann bei ja, 123,30, 123,40. Eng gestoppter Long, nochmal bis zum Vortageshoch. Aus der längerfristigen Perspektive, sage ich jetzt mal, wenn man sich da das Ganze auf dem H4-Chart anguckt, dann sind wir da schon relativ weit überdehnt. Und da würde ich dann, wenn ich längerfristig ein Trade eingehen würde, ähm, würde ich dann hier noch warten. Weil der Tageschart schreit förmlich danach. Und eine Korrektur, wie gesagt, wäre hier. Absolut im Rahmen. Absolut im Rahmen. Und das spricht ja auch im Übrigen so ein bisschen für den Euro-US-Dollar-Long. Zumindest kurzfristig, wenn der US-Dollar-Japanisch äh, US hier noch konsolidieren sollte. Konsolidierungslevel ist klar. US-Dollar-Kanadisch-Dollar auch momentan am Widerstand. Also es zusammenfassend kann man sagen, was die US-Dollar-Paare angeht, die können sich zumindest jetzt vielleicht stabilisieren. Und daher gilt es jetzt vorsichtig mit den Short-Positionen zu sein, dass man hier nicht unnötig praktisch in den Markt reinshortet. Das ist eine zwiespältige Situation heute Morgen. Also muss man ein bisschen aufpassen, es ist nicht ganz so einfach. Zum Beispiel Neuseeländisch-Dollar, US-Dollar hat hier auch eigentlich das Gap offen und es spricht für einen Long. Und das gilt, die Aussage gilt so lange, solange die letzten Tiefs halten. Und das wäre dann hier durchaus ein interessantes, ein interessantes Manöver, die untergeordnete Trendwende hier zu traden. Wenn wir das Ganze auf dem kurzfristigen Chart mal betrachten, dass wir dann das Ganze auf dem M5 umsetzen, wenn die Trendwende kommt. Beispielsweise ein potenzieller Long oberhalb dieser Marke. Von 0,72,74 oder eben der Short, wenn er durchbricht, unter 0,72. Aber entweder unter, über 0,72,75 oder unter 0,72. Ich denke, das kann man so stehen lassen. Schweizer Franken, japanisch Yen ist auch noch so ein Kandidat. Sehr, sehr schön. Wird eigentlich kaum noch beachtet. Also da viel, wenige gucken sich den mittlerweile an. Da ist ja, war ja dieser Vorfall mit der Schweizer Notenbank-Geschichte, aber hervorragende Seitwärtsphase. Also, da ähm, zeigt sich der Markt sehr, sehr schön synchron. Und solche Seitwärtsphasen neigen natürlich dazu, auszubrechen. Achten Sie da nochmal drauf: die Musik im Schweizer franken Japanisch, Jen ist eh gegessen und es kann jederzeit, jederzeit stattfinden, was wir im Schweizer Franken gesehen haben. Von daher, Sicherheit gibt es nirgendwo. Aber charttechnische, saubere Setups versprechen ja ebenfalls auch eine gewisse Sicherheit. Da wäre der Schweizer Franken japanisch hier heute im Fokus. Was die Indizes angeht, der DAX eröffnet erstmal schwächer, verliert dann weiterhin bis zum gestrigen Ausbruchsniveau. Es liegt aber auch daran, dass wir hier oben eine sehr, sehr starke Widerstandszone bei 11.800 Punkten haben. Das ist so für den, für den heutigen Tag, das Ausbruchsszenario, geht es über 11.8, haben wir direkt Platz bis 11.930. Da kann man die Long-Position durchaus probieren. Ansonsten pendelt er hier mehr oder weniger zwischen 11.600 und 11.800 so lustlos seitwärts. Das ist eigentlich kein Markt, wo ich mich unbedingt darauf einlasse. Zum Beispiel der Dow Jones. Auch hier sieht man. Mag sein, dass wir gestern ähm, uns etwas erholen konnten, aber meine eigentliche Long-Position wollte ich bei 17.930 äh, Punkten aufbauen. Und da ist er halt ein Stück zu früh gedreht. Für mich mitten im Nirgendwo. So, und damit werde ich auch hier an der Dow Jones Prognose nichts ändern, wenn überhaupt dann diese drei Marken und an denen bleibt es dann auch. Kurzfristige Unterstützung mag sein, dass wir die noch bei 18.050, 18.040 sehen, aber das wären so meine Marken. Zum Beispiel auch der SP 500. Auch da fehlt es mir noch aktuell an, an, an Impulsen. Ja, das ist halt auch in dem Fall hier, er, er, er sollte zumindest mal diese abwärts verlaufenden Trendlinien brechen. Wir sollten zumindest mal einen, die letzten Hochs mal antesten. Ja? Aber das schafft er ja hier auch nicht, zumindest aktuell noch nicht. Und da wäre auch frühestens die Long-Position ab 2130 Punkten aus meiner Sicht hier sicherer. Ja, Sicherheit ist nicht vorhanden in der Form an der Börse. Aber wir können uns natürlich schon fragen, wo sind denn höhere Wahrscheinlichkeiten, dass unser Setup aufgeht? Und wenn der Markt tatsächlich bullisch ist, das muss er hier jeden Tag beweisen, das muss er zeigen, dann muss er auch hier die letzten Hochs überwinden und dann auch ist das Potenzial nach oben hin frei. Aber das bisschen Rumgependle hier am Jahr, an den Jahreshöchstständen reicht mir nicht. Da muss eigentlich die 2138er Marke fallen. Sehr, sehr bullisch. Dann kann man das Ganze auch wieder hier kaufen. Ansonsten ist das mehr oder weniger jetzt hier wieder innerhalb dieser Seitwärtsphase. Da fehlen jetzt die Impulse. Der pendelt jetzt schon wieder hier drin herum. Ich meine, das passt zu den Sommermonaten. Das ist jetzt nicht überraschend, ja. Aber ich sage nur, wenn man Long-Impulse erwartet, dann muss er sie auch liefern. Das wäre so gesehen. Vom Dow Jones auf den SP übertragen, wären die zwei Setups momentan aus meiner Sicht die sinnvollsten. Hier oben können wir den Ausbruch vermutlich eng stoppen, hier unten sowieso. Also da maximal 10 Punkte. So würde ich das stehen lassen. Meine Damen und Herren, achten Sie heute auf die Zahlen: 10.30 Uhr, 11 Uhr, 14.30 Uhr und 16 Uhr. Ich hoffe, ich konnte Ihnen wieder einige interessante Setups vorstellen. Wir hören uns dann heute Abend wieder. Bis dahin sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good Trades, einen schönen Tag und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.